Das neue Lego Creator Expert Set wurde jetzt endlich vorgestellt und dazu wird es noch ein Gratisgeschenk geben und nochmal dazu wird es ein Lego Ideas Set geben, was nicht verkauft wird. Was es damit auf sich hat, erzähle ich dir jetzt. Ja, nachdem ja schon jetzt vor ein paar Wochen die ersten Bilder zu dem NASA Apollo Lunar Lander aufgetaucht sind, haben wir jetzt die offiziellen Bilder von Lego und dieses Set wird mit 1087 Teilen erscheinen und dann für 90 Euro ab dem 1. Juni bei Lego direkt verfügbar sein. Wir sehen hier, es ist naja, so eine Art Mondstation, mit der man auf dem Mond halt gelandet ist. Diese Mondstation, die gab es auch schon mal als Mini-Bild bei der Saturn 5 Rakete mit dabei. Und natürlich gab es auch noch schon die Astronauten, die hier auch noch mit dabei sind als Mikrobild und auch diese Fahne. Und wenn wir das jetzt mal hier uns das richtige Set angucken, sehen wir, dass halt hier auch noch wieder zwei Astronauten dabei sind. So eine USA-Fahne, die dann auf den Mond gesteckt wird. Und halt dieser Lunar Lander. Dazu sehen wir, dass es aus drei Teilen bestehen wird. Also einmal dem Monduntergrund, auf das man das dann draufstellen kann. Und da oben drauf kommt dann noch einmal dieses, ja, ich bin ein Laie, wenn es darum geht, mit Space-Sachen. Auf jeden Fall kommt dann halt nochmal dieser Ständer mit den Füßen. Und da oben kommt dann halt nochmal diese Raumstation oben drauf. Und dann haben wir halt dieses Set hier stehen. Ja, passt ganz gut zu diesem aktuellen Space-Trend, der wohl irgendwie, naja, zu sein scheint. In City kommen neue Sachen raus. Jetzt kommt das Creator Expert Set raus. Und es wird auch noch ein neues Lego Ideas Set geben. Dieses Lego Ideas Set, das ist ein bisschen was Besonderes, denn dabei handelt es sich um die Space Rocket Ride. Oder halt die Space Rocket. Das ist diesmal nicht im Space, aber es ist natürlich mit einer Rakete. Das ist so eine Art, naja, Automat, wo man halt Münzen reinschmeißt und der sich dann bewegt. Natürlich bewegt sich jetzt hier nichts mit Motor und Münzen, sondern muss er selber dran drehen. Aber wir haben hier halt eine Space Rocket und da kannst du eine Figur reinsetzen. Finde ich ein ganz nettes kleines Set und es ist sogar offiziell mit Lego Ideas gekennzeichnet. Von daher eine schöne Beigabe, die es dann ab dem 6. Juni ab 85 Euro Einkaufswert wahrscheinlich geben wird. Und ja, finde ich eine ganz nette Zugabe. Ich finde, in letzter Zeit verwöhnt Lego uns echt mit den Zugaben. Außerdem wird es noch eine Gratis-Zugabe geben, dann ab dem 1. Juni zum Lunar Lander. Und zwar so ein Aufnäher. Auf diesem Aufnäher haben wir dann halt einmal diese Mondstation drauf. Und das ist halt, soll halt so ein bisschen an die Astronauten erinnern, sage ich mal. Finde ich auch eine ganz nette Ergänzung. Beim Ford Mustang hatten wir auch schon so einen Schlüsselanhänger. Mich als Lego-Fan spricht das jetzt nicht unbedingt an, aber trotzdem, wenn man da so ein Fanatiker ist, sage ich mal, ist das bestimmt was ganz Feines. Und jetzt frage ich euch nach eurer Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr euch das direkt zum 1. Juni holt. Ich denke, bei mir wird es vielleicht noch ein bisschen warten müssen. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Bis dahin. Und ciao.